kleine Matera, da schreit auf den Turm und dann platschen diese ganzen Gläser an oder so. Oder wo der beim Doktor ist und der schreit und alles. Und was findest du traurig an der Geschichte des Wassermanns? Also erstens, wo seine Mutter stirbt. Zweitens, wo sein Vater stirbt. Und drittens, wo der muss dann weg und seine Oma muss da bleiben und so. Ist dir eigentlich die Figur des Oscar irgendwie nahe gekommen? Verstehst du den Oscar jetzt? Ja, ich verstehe ihn sehr gut. Wieso er nicht mehr wachsen wollte. Ja? Ja. Weil in dieser Nazi-Zeit, dann verstehe ich ganz schön gut, dass der die Erwachsenen bescheuert fand und so. Glauben Sie, dass diese Filmarbeiten Ihr Kind verändert haben? Ein bisschen, ja. Also der ist sicherer geworden und der fühlt sich stärker. Volker Schlöndorff, der Regisseur dieses Films, sagte während der Dreharbeiten zu David Bennett: Du bist der absolute Star dieses Films. Und David Bennett blieb es. Ich bin in deine Plätze gekommen, ohne hinzugucken. Jetzt guck mal, wie du machst. Du kommst so an. Hab ich das gefragt? Mit dem Wiener Schauspieler Hackl hast du dich ja auch befreundet, nicht? Ja. Ja, wie war diese Freundschaft? Habt ihr euch nur beim Film getroffen oder auch außerhalb der Dreharbeiten? Außerhalb der Dreharbeiten auch. Ja, habt ihr viel gesprochen miteinander? Ja. Ja, worüber? Über alles. Warum glaubst du, bist du gerade mit ihm ein Freund geworden? Weil er nett war und weil er nett war, zweitens, weil er, der war also wie ich, der war klein und vielleicht bleibe ich auch klein und das wäre vielleicht eine gute Freundschaft mit ihm, weil Großen, die sagen manchmal, du bist klein oder so, Gartenzwerg oder so und die Kleinen, die sind halt, also wenn klein zusammen sind, die sind halt... Da kann nicht der eine zum anderen sagen, nee, du Gartenzwerg. Nee, und auch, das sagen die aber bestimmt nicht, aber mir sagen die das und so. Und der hat dann immer mir gesagt, das fand ich sehr nett, ich werde wachsen. Und das fand ich sehr nett. Wir haben mit das meiste zusammengearbeitet, weil die gewusst, wir haben miteinander zu tun. Ich habe versucht, er wahrscheinlich auch, dass wir gut auskommen und dass das irgendwie... Sympathiesache ist, dass man so das gemeinsam, so weil ich mit ihm betroffen bin, dass das Gute über die Runden bringt. Der ist ein viel besserer Schauspieler als ich. Ich bin ja nur 13, ich mache ja vielleicht nur schon 2 Jahre Fernsehen. Der macht das ungefähr schon 10 Jahre oder so. Ja, fällt dir das leicht, so etwas zu sagen, dass ein anderer besser ist wie du? Ja, das merke ich nämlich sofort. Und du bist nicht neidisch oder eifersüchtig? Wieso denn? Ja. Wieso werde ich denn da? Vielleicht werde ich auch so ein guter Schauspieler oder sowas. Man weiß es ja nie. Und was uns und die anderen Schauspieler dabei bestürzt, ist, wie schamlos der David, den Oscar Mazerat, darstellt. Wie schamlos er sich vor einer Kamera verhält. Und damit sticht er natürlich, ohne das bewusst zu machen, alle anderen Schauspieler aus, die doch immer etwas von sich zurückhalten vor einer Kamera, die sich ja nicht als erwachsene Menschen so völlig veräußern können. Er hat aber hier die Schamlosigkeit eines Kindes der Kamera gegenüber, die ganz ähnlich ist der Schamlosigkeit des Oscar Mazerat seinem Milieu gegenüber. Und deshalb schockiert uns oft selbst mit den Blicken, die er wirft, wie er in einer Szene reagiert. Es bleibt uns buchstäblich die Luft weg. Bei einer Pressekonferenz wurde David seiner Rolle gerecht. Er war frech wie Oscar. David Bennett über die Dreharbeiten. Es hat mir sehr gefallen. Es war nicht schwer, alle waren sehr nett und ich habe nicht allzu viel gearbeitet. Man hat mich immer gefragt, ob ich nicht müde sei. Manchmal habe ich ja gesagt und manchmal nein. Oh,
Hast du eigentlich Pläne für die Zukunft? Nee, überhaupt kein einziges. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt Schauspieler weitermachen soll oder ich weiß überhaupt nichts. Hast du früher Vorstellungen gehabt, was du werden könntest? Ja, was wolltest du früher werden? Zuerst wollte ich Jockey werden, dann wollte ich Koch werden, dann wollte ich Schauspieler werden, dann wollte ich wieder Jockey. Also, ich war vollkommen durcheinander. Und jetzt weißt du überhaupt nichts? Jetzt weiß ich überhaupt nichts. Liest du sehr viel? Nee, also lesen, ich weiß nicht, aber ich habe keine Zeit, um zu lesen. Also ich möchte lieber angeln, ich möchte lieber an Bäume klettern, ich möchte lieber im Wald, lieber Fahrrad fahren, Baumhaus machen, Hütten machen. Manchmal abends, wenn ich noch Zeit habe, lese ich ein bisschen, aber das macht mir irgendwie nicht so einen großen Spaß. Also das Lesen hindert dich am Leben? Ja. David Bennent ist mit seiner Aufgabe gewachsen. Aber er ist nun auch größer ohne diese Aufgabe. Er feiert seine täglichen Triumphe, wenn er über den Kurfürstendamm schlendert. Und mit jeder neuen Begegnung findet er seine Selbstbestätigung. Und seine großen Augen sind auf eine Welt gerichtet, die sich in den letzten Wochen verändert hat. Du, David, hast du es gern, wenn die Leute sich gleich um dich herumstellen und wenn sie Autogramme verlangen von dir? Ja. Ja, machst du das gern? Ja. Ich darf ja schreiben. Der kann jetzt schreiben, ja? Ja. Ja, das ist ein bisschen ja, das ist ein Schauspieler, der David Bennett, der diesen Film spielt. Ja, der Flash. Dankeschön, Dankeschön. Wie alt ist der Junge eigentlich? 13. Der ist schon 13 Jahre alt. Oh.